Mythische Spiele, Grüße, ja, wurde uns aber nicht angezeigt. Der Handel mit Elis wurde eingestellt. Ja gut, das ist normal. Wie sieht's sonst aus mit Waffen? Besiegte Krieger kehren zurück. Also es bringt nichts, die da andauernd wieder hinzuschicken, wenn ich sowieso verliere. Den lasse ich lieber die Pferde noch ein bisschen sammeln und dann geht das schon. 2, 1, oh. Wir haben die ganze Armee vernichtet. Alle Waffen, die ich habe, müssen gleich wieder rangeliefert werden. Hier ist alles noch in Ordnung, da ist schon wieder nichts mehr vorhanden. Bringen das jetzt erstmal runter. Angezielte Militärstärke erreicht. Ja, jetzt wo wir das Ding wieder neu gebaut haben, ist alles wieder gut. Und ihr repariert noch, oder wie? Die Besatzung der Trireme ist mit Reparaturen am Schiff beschäftigt. Eine Ladung Holz fehlt noch, die wird gebracht. Elis zahlt Tribut. Die Oliven haben wir angenommen. Ja, wir sind auch relativ begrenzt. Aber wir verkaufen noch gut. Wer mich verehrt, den werden meine Soldaten verteidigen. Und wir haben genug Olivenöl, um auch diese Insel hier weiterhin gut zu versorgen. Eigentlich das Festland, aber ist egal. Wir haben genug. Und darauf kommt es an. So, jetzt haben die auch wieder genug Holz. Vor der Hütte. Waffen sind zwar wieder ein paar da, aber das wird nicht lange reichen. Die hier haben genug Waffen. Der hat die letzten genommen. 4 und 4. Jetzt fehlen wieder die ganzen Pferde. Datei speichern unter LP05. Optionen, Geschwindigkeit hochstellen. Hermes verlässt Elis. Flutwelle. Oh, nah bei unseren Leuten. Wir haben kein Weizen mehr, sehe ich gerade. Geschwindigkeit runterstellen. Dann müssen wir tatsächlich Weizen importieren. Und da ich Rüstungen sowieso brauche, machen wir das jetzt folgendermaßen. Ich werde jetzt den Einkauf hier stoppen. Sowohl von Marmorverkauf als auch Eisen. Rüstungen. Geschwindigkeit noch nicht runterstellen. Olympische Spiele enden, ist schön. Ich bin der Gott des Krieges. Wer mich verehrt, den werden meine Soldaten verteidigen. So, und das ist Pier Sparta. Pier Sparta abreißen. Und Pier Sparta hier unten wieder aufbauen. Was zeigt er denn da oben andauernd an? Zufriedenheitsdenkmal verfügbar, wie schön. Pier Sparta hier unten wieder hinstellen. So, gleich ganz viele Sperren, weil ich hier auch noch einen Architektenposten brauche. Und Weizen sowie Rüstungen einkaufen, Marmor verkaufen. Und den Marmor bitte nur auf 24. So, und den Verkauf von Olivenöl muss ich hier oben mal ganz kurz stoppen, oder? Nö, geht eigentlich. Geschwindigkeit wieder hochstellen. Denn ohne Weizen kriege ich meine Pferde nicht versorgt. Alles annehmen. Jetzt losschicken. Isthmische Spiele beginnen. Sparta schätzt sie mehr. Wer mich verehrt, der kann auf die Vorräte der Schmiede zurückgreifen. Was habt ihr für Probleme? Keinen guten Zugang zur Kultur. Hermes überrollt Elis. Geschwindigkeit runterstellen. Warum habt ihr keinen guten Zugang zur Kultur? Ihr habt ein Podium, ihr habt ein Gymnasium. Vielleicht ist das Gymnasium nicht mehr hier hinten. Ich muss mal gucken. Kultur. Wettkämpfer? Habt ihr. Schauspieler? Habt ihr. Athleten? Habt ihr nicht. Und die Athleten gehören zum Gymnasium. Okay, dann baue ich einfach ein neues Gymnasium. Nicht schlimm.
So, Geschwindigkeit wieder hochstellen. Sparta braucht Marmor, versenden. Hermes verlässt Elis. Sparta schätzt sie mehr, Elis zahlt Tribut, Olympia zahlt Tribut. Sparta liebt sie. Nemeische Spiele beginnen, Geschwindigkeit runterstellen. Jetzt reicht es mir hier mit den Pferden, dann machen wir eben zwei Pferdehöfe, ist auch nicht schlimm. Geschwindigkeit hochstellen. Benötigte Mitarbeiter, ganz klar. Ich bin der Gott des Krieges. Wer mich verehrt, ja, bist ein ganz toller Gott. Meine Soldaten verteidigen. Sparta schenkt Rüstungen, ja. Geschwindigkeit runterstellen. So, Rüstungen brauche ich erstmal nicht mehr einkaufen. Jetzt ist Schluss. Weizen soll auf jeden Fall immer kommen. Olivenöl stelle ich jetzt mal aus. Ist auch noch genug Olivenöl. Und Weizen runtersetzen auf höchstens 20. So, Geschwindigkeit wieder hochstellen. Korinth greift Athen an. Später. Tribut annehmen. Geschwindigkeit runtersetzen. So, gucken. Ihr habt 4 Pferde. 4, 3, 4, 4, 1. Toll. Geschwindigkeit ein bisschen hochstellen. Pferde sind auf jeden Fall angekommen, sind auch noch da. Karrenschieber hat ihm jetzt erstmal die 4 Pferde gebracht, dann haben jetzt hier alle 4 Pferde. Muss er hier einmal hochlaufen. Und schon ist er sie wieder los. Datei speichern. Ich möchte es mal unbedingt probieren. Ob wir es diesmal schaffen, Athen zu erobern. Losschicken. Option, Geschwindigkeit hochstellen. Sparta fordert Holz. Hermes verlässt Elis. Flutwelle. Pythische Spiele beginnen. Ich bin der Gott des Krieges. Wer mich verehrt, den werden meine Soldaten verteidigen. Siegreiche Krieger kehren zurück. Ah, sehr gut. Dann hat Korinth jetzt Athen erobert. Das ist gut. Und eventuell können wir jetzt mit Athen demnächst Handel treiben. Denn die brauchen Weizen und Wein und produzieren Marmor und Olivenöl. Ist ja optimal. Und die meisten haben sogar noch alle Pferde. Sehr schön. Pferde kommen auch immer noch nach. Die Schiffe sind in Ordnung. Huch, was war das? Hermes verlässt Elis. Sehr schön. Und Delos müssen wir jetzt noch regieren. Das heißt, Datei speichern nochmal unter LP05. Und wir erreichen Delos in ein paar Tagen. So, viel Spaß. Geschwindigkeit hochsetzen. Elis zahlt Tribut, genauso wie Olympia. Und die Geschwindigkeit runtersetzen. Jetzt müssen wir bloß noch abwarten. Abwarten, dass wir gewinnen. Oh Gott, und ich hoffe, dass wir gewinnen. Gut, dass wir vorher gespeichert haben, dann können wir jederzeit nochmal zurückgehen. Aber ich denke mal, mit 2 Reitern, Reiterforce bzw. Kohorten, ist das völlig in Ordnung. Eventuell müssen wir tatsächlich noch ein paar Schiffshäfen bauen. Die können wir hier mit hinstellen. Der kann auf die Vorräte der Schmiede zurückkommen. Aber dann brauchen wir auch noch weitere Leute. Ich habe noch ein paar Denkmäler, ne? Könnte ich noch aufstellen? Na gut, machen wir später. Falls wir nicht gewinnen.
Unsere Leute sind noch unterwegs. Wir können nicht mehr machen als abwarten. Sparta liebt sie, das ist schön. Wir haben genügend Pferde. Wir haben genügend Wein, Olivenöl, alles. Und sind sogar bei 50.000 Drachmen langsam angekommen. Dass sich diese Stadt als so lukrativ erweist, hätte ich nie erwartet. Erst recht nicht, als wir damals gegen die Syphilis gekämpft haben oder wie auch immer die hieß. Syphilla oder so. Theoretisch könnte man hier sogar noch eine Brücke rüber machen. Aber es gibt keine Möglichkeit, da Wege zu ziehen. Sonst hätte man jetzt einen schönen Rundgang und da müssten die nicht immer komplett über alle Inseln laufen, sondern gleich hier oben hoch. Naja, was soll's. Wir haben alles, was wir brauchen. Öl, Wolle, Waffen. Wie sieht's eigentlich mit Wolle aus? Ja, die Lagerhäuser sind alle noch wunderbar voll. Schön. Sehr schön. Wahrscheinlich dürfen wir jetzt hiernach wieder nach Sparta zurückkehren. Und dann bin ich gespannt, ob wir wieder irgendwelche Ungeheuer vertreiben müssen oder ob das diesmal ohne geht. Wäre ja schön. Aber das war definitiv... ging Hermes erwartungsgemäß zu seiner Mutter Maia zurück und weinte sich dort die Augen aus. Was für ein Schwächling. Allerdings konnte er nicht gleichzeitig heulen und Elis behelligen. Daher hat Elis jetzt Ruhe vor Hermes. Aus Dankbarkeit hat sich die Stadt uns unterworfen. Heute herrschen die Seestreitkräfte Spartas statt zweier Ungeheuer über Ithaka. Unsere neue Flotte hat sich bei Delos wacker geschlagen. Die Stadt steht unter unserer Herrschaft. Athen und die anderen Verbündeten werden uns nacheinander in den Schoß fallen wie Oliven von einem Baum. Na, das können wir zumindest hoffen. Die Athener werden aufmüpfiger, als gut für sie ist. Sie haben Melos angegriffen, alle Männer getötet und Frauen und Kinder versklavt, weil sie sich weigerten, dem albernen delischen Bund beizutreten. Es ist an uns, diese Narretei zu beenden. Sobald wir Athen, Amphipolis, Delos und Eretria erobert haben, herrscht wieder Normalität in der Welt. Okay. Wir werden Athen irgendwie erobern. Amphipolis und Delos wahrscheinlich auch. Eretria auch. Eretria. Ich glaube, Delos hat mir doch gerade erobert, oder nicht? Sollen wir nochmal erobern? Außerdem sollen wir 50 Personen in einer Wohnung des Anwesens haben, oder besser. Die haben wir schon. Gut, dann rein ins Gefecht. Koloniedenkmal verfügbar, Geschwindigkeit runtersetzen. Wir sind wieder zurück in Sparta, Datei, speichern unter, LP01. Und erstmal gucken. Nach Delos haben wir jetzt zum Beispiel eine Handelsroute. Die verkaufen Fisch und Trauben sowie Holz und Olivenöl. Das heißt aber auch, wir können Kältereien errichten. Sehr gut. Es gibt keine weiteren Möglichkeiten, Essen zu machen. Wir haben auch noch genug. Das ist nicht unbedingt das Problem. Hier sind noch die Pferde unterwegs. Das heißt, verteidigen können wir uns schon. Wir brauchen jetzt bloß noch mehr Leute, um auch die Häfen in die Wege zu leiten. Aktuell sieht der Arbeitsmarkt ganz gut aus. Ihr würdet euch entwickeln, wenn es attraktiver wäre, und ihr braucht Olivenöl. Wir haben den Haupthandel mit Bronze, genau, mit Bronze, das wir hier von ihm bekommen, mit Olivenöl, das wir selber herstellen und gleichzeitig auch verticken. Ja, und wir können doch bestimmt noch ein weiteres Heiligtum bauen, oder? Tiergarten der Artemis und Orakel des Apoll. Tiergarten der Artemis. 20 Marmor. Das ist ganz schön teuer. Aber vielleicht kriegen wir dadurch weitere Tiere, die unsere Leute jagen können. Wir könnten hier eine Straße noch hinstellen oder ziehen das bis ganz nach unten. Bauen Sie ein Pür für den... Ach, verdammt, wir haben keinen Marmor. Ja, Dreck. Gut, bis zu 36 verkaufen wir, Marmor kaufen wir ein. So, aber bevor wir das machen, machen wir eine kleine Pause, denn wir wollen ja nicht, dass ihr zu viel davon seht. Die Folgen sind ein bisschen kurz, wir sehen uns gleich.